So, nächstes Spiel steht an und das heißt Schalke 04 gegen den SV Sandhausen. Ich vermute, dass wir ihn Sandhausen treffen. Auf Sandhausen treffen. Mach weiter so. Du hast gut gespielt. Ja, leider muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen notieren. Es bringt jetzt nicht an. Also ich, nach dem letzten Spiel ist für mich tatsächlich ein gewisser Marco Richter Startelf-Kandidat. Der hat tatsächlich echt Bombe gespielt. Der muss jetzt für mich in die Startelf. Und ja, was haben wir? Das bringt jetzt nicht. Unser Haus ist jetzt nichts dagegen. So, ja, weiter geht's, wie gesagt, gegen den SV Sandhausen. Da wollen wir natürlich ran. Das letzte Spiel war, keine Ahnung, unfassbar. Also 10-2 gegen Servette Genf gespielt. Und damit sind wir definitiv erstmal die Gruppenphase gebucht. Nächstes Spiel ist dann gegen Sevilla. Da können wir tatsächlich den Gruppensieg auch fertig machen. So. So, Teamzentrale. Ich muss leider auf Dings gehen. Auf West McKennie gehen und ein bisschen auf Transferliste gehen. Weil der hat, wie gesagt, safe definitiv zu Juve zurück, beziehungsweise nicht zu Juve, der wird den Verein verlassen. Das ist klar, 25 Millionen von Juve. So, dann muss ich hier tatsächlich ein bisschen rotieren. Leider, um ein bisschen umzubauen, mal ein bisschen zu was zu tun. Merjan wird mal Bujelab werben, damit ich halt ein bisschen Frische in die Mannschaft reinkriege. Ja, und wie gesagt, der nächste Gegner ist der SV Sandhausen, da wollen wir ran. Gut, Hauswert 2000, auf geht's. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn der hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Ja. Klappt das heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Jo. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. SV Sandhausen gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Die Nummer 29. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstützt. Auf ihn müssen sie aufpassen. Die Nummer 14, Kurt Kister. Die Nummer 17, Erik Zenger. Die Nummer 6, Dennis Litzmeier. Die Nummer 37, Anas Urahim. Die Nummer 7, Philipp Köppels. Die Nummer 9, Daniel Keita-Ruhl. Und mit der Nummer 16, hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend. So, und das ist die Aufstellung der Sandhäuser. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie spielen heute im 4-5-1. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, Anschuss an Sandhausen.
Und wir mussten da ein bisschen rotieren auf zwei, drei Positionen. Auch der Fitness wegen. Deswegen Gavula heute mal für Terror, der vorne drin hat, wo Terror der nicht so viel getroffen hat, aber. Ach, scheiße. Oder kriegt er noch dahin? Naja, da kam ich nicht rum. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Na, das kriegt er hin. Mustafi Bären. Mustafi, der. Das war gar nichts. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Ja, Mustafi auf jeden Fall, der. Das könnte vielleicht was werden. Letzten beiden Spiele A getroffen. Sie haben Paulius 4-0 gemacht und zweistellig gegen Cervete getroffen hat. Also, das heißt, zweistellig hat zum Zweistelligen, zum 10-2 dann. Kolasinac. Rosun. Silvia Gambula. Gambula. Tolles Zuspiel. Gute Chance. Und Tor! Marco Richter, der ist momentan absolut in Aufzeit und deswegen zu Recht in der Startformation hier. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Die Schalker damit vorne. Tor für Schalke 04. Die Nummer 23. Marco Richter. Jo, wie gesagt, der trifft auch mal wieder nach Belieben. Und damit führen wir ja in Sandhausen. Ja, letztes Spiel gegen letztes Ligaspiel gegen Dresden ging ja verloren und. Schön dazwischen gegangen. Viel Spaß mit dem neuen Toaster. Oh, da hat jemand einen Toaster gewonnen. Wie wir das gerade mitbekommen haben. Den ist da stehen. Den verteidigt. Nicht den Toaster, sondern den Verteidiger da. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. McKennie, der den Club verlassen soll. Frage ist, wer geht, wer kommt hin? Mustafi. Frage ist heute, ob er tatsächlich zum dritten Mal in Folge heute trifft. Viel Übersicht bei diesem Pass. Schönes Ding, Marco Richter. Achtung jetzt. Hereingabe geht darüber an den langen. Nein! Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. So, leider konnte der den nicht im Tor unterbringen. Also, weiter geht's auf jeden Fall. Dennis Linsmeier. Paurevic. Ja. Ball läuft da gut jetzt. Ja, das ist gut gemacht und jetzt aufgepasst. Gut gemacht, aufgepasst von Mustafi. Der aber dann quasi im Gegenzug das Ding verliert. Weston McKennie. Ah, schönes, schönes Pässchen. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ja. Leichtes Spielchen vom Top-Torjäger hier, 0-3. Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sein 13. Saisontor, ja, und es steht 2-0 hier. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. So, zur Winterpause, zur Winterpause, klar. Zur neuen Saison nochmal zwei Stürmer kommen auf jeden Fall. Ich habe schon so ein bisschen mal Ideen, wer kommen könnte, aber vor allem.
Voraussetzung, wir steigen erstmal auf und haben auch die passende Kohle dafür. Ansonsten müssen wir gucken, was wir machen. Borussia, Gambula. Silvia Gambula. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, Kominanski, der. Da hat er die Chance. Sehr gut gemacht. So, die Frage ist, was gibt der Schiedsrichter da? Der wird gelb gehen. Ja, ich hab durchlaufen soll nicht. Weil wird Rot da. Ich hab zu spät nachgedacht, weil Rot hat eigentlich durchgepfiffen. Weil Rot hätte nämlich, ich wollte das Ding mitnehmen, also die rote Karte provozieren. Mal, oder gelb zumindest provozieren, das hat aber nicht gegeben. Er holt den Ball hier. Ja, gibt keinen Foul. Diesmal nicht. Dennis Linsmeier. So, der Orso, der hat einfach viel zu viel Geschwindigkeit. Gibt's noch als Nachspielzeit. Kann dem Verteidiger weglaufen, der Orso. Lücke da, aber Schuss nicht gut. Und damit steht 2-0 zur Pause. 2-0 zur Pause, mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er hatte hier schon einige gute Szenen, also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Jo, und damit geht's weiter gleich in der zweiten Halbzeit. Und das Spiel läuft. Tolles Zuspiel. Gute Chance. So, also kurz mal rein. Wir gucken in die Statistiken. Klare Führung. Und Sonnhauser hat jetzt noch gar nichts auf die Reihe bekommen. Kein Torschuss, kein Schuss aufs Tor, kein gar nichts. Keine Aktion im Strafraum. Also, bis jetzt haben wir alles im Griff und das wäre okay. Und weiter geht's auf jeden Fall. Wir haben eh schon genug viel Gegendruck kassiert. Wir haben im letzten Spiel auch schon wieder 2 kassiert. Ja, zu 0 ist momentan nicht, außer jetzt gegen St. Pauli. Klasse, wie er da hingeht. Da ist die Chance. Ach, Riesenchance. Der braucht nochmal was. So, die Ecke kommt jetzt auf. Da sind sie immer noch. Eine gewisse Mustafi. Macht er gut. Da Flanke er kommt. Ja, sie können erst mal klären. Ja, da passt er nicht. Levin Mertan. Ich sitze da unten jetzt durchatmen. Der Bujalapa setzt. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Auf der Linie geklärt. Das Tor lag in der Luft. Gambula. Die Riesenchance. Und wieder die nächste Chance. Also die kommt. Momentan der Keeper, die Sandhäuser sowas von im Griff. Oder beziehungsweise im Spiel überhaupt, ne? Weil eigentlich muss es ja hier durchgehen. Gefährlich jetzt. Jetzt Kobylanski. Und irgendwann musste das Ding dann mal fallen. Nur 3, ist 58. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Also, wie gesagt, 3-0 der Zwischenstand. Und jetzt schon wieder fast drauf. Linsmeier, ja. 2000 probiert zwar mit dem Aufbau, aber da kommen sie überhaupt nicht hin. Eine Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kobylanski. In den freien Raum. Ach, der war eigentlich überhaupt nicht so gedacht. Kriegen sie trotzdem hin. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da oben, der fordert den Ball. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja, alles gut. Keeper hat das Ding. 0, fast erinnert das 0-4, ja. Dennis Linsmeier. Linsmeier. Kister. Ach Gottchen, der nächste Leve Mörjan. Der jetzt mit der Flanke kommt, aber nicht wirklich präzise da ankommt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut.
Scheu. Der kommt überhaupt nicht an. So. Da probieren die Schalker jetzt mal ein bisschen spannend zu machen in der Defensive. Super Pass jetzt. Und jetzt hat der Tor fällt auch nach außen und wieder nicht zu null. Aber sie liegen trotzdem deutlich zurück. Wir kriegen es nicht hin, zu null dahin zu spielen. Immer wieder fällt irgendwo einer doch noch durch. Schau nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Efesin und der Ball. Oh, dann ist es das 75 Minuten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Da erobert er den Ball. Eine Auswechslung bei den Ja, das ist halt wieder so absolute Macke, absolut unnötig. Philipp Türpitz. Ballverlust. Richter. Guter Pass. Der dürfte kein Absatz gewesen sein. Der Schiedsrichter pfeift auch nicht. Kobi Lansky. Gute Parade. Stimmungstechnisch macht ihn hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute anliefern, das ist aller Ehren. Nächste Ecke kommt, die kommt auf hin. Geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Na. Und jetzt geht's. Keita Ruhl, der jetzt durchgeht über die Außenbahn, der Franzose. Ja, vielversprechende Aktion. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt haben wir mal. Endlich. Nee, wieder nicht. Ja, plötzlich sind sie in Sandhausen wieder dabei ein bisschen. Die wollen natürlich jetzt. So, jetzt der Ball über mehr, Can. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ah, nee. Kommt nicht durch. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Klasse Zuspiel. Und jetzt kann das Ding hier definitiv zugemacht werden. Die Chance. Ja. Das ist der Treffer. Jetzt wurde irgendwann noch mal ein bisschen was aufkommt an. An Hoffnung für so ein Hausen, weil ich hier mit dem 2:3 noch was zu reißen. Gut, es wäre weit hier oder nachher gewesen, aber das 1:4 ist da nochmal zu. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der gute Pass in die Tiefe. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlechter. So, dann können wir jetzt nochmal durchwechseln. Drittes Tor und jetzt den Dreifachwechsel. Und dann Simon Terodde, der absolut drei Tore, der bisher hier 19 Saisontore hat, bleibt auf der Bank. 4:1 in 2000 Euro. Das müsste jetzt der vierte Sieg in Folge gewesen sein. War auch der vierte Sieg in Folge. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rund um zu. Ja, und das letzte Tor hat er auch noch vorgelegt, also ja. Und nein, Mustafi trifft heute nicht. Nach zwei Toren in Folge heute mal leer ausgegangen, aber ist auch okay. Passiert. Man gewinnt hier verdient. In den freien Raum. So. Interviews brauchen wir gerade nicht geben. Ding ist verdient gewonnen. So, gut, okay, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge bei uns mit dem nächsten Spiel und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Mal gucken, wer es dann als nächster Gegner wird. Das sehen wir dann. Bis dahin und tschüss.